Ja, moin und hallo Leute, es geht weiter bei Demon's Souls, hätte ich fast gesagt, bei Elden Ring. Und das hier sieht wieder nach einem Bossgegner aus. Ui, wir probieren es. Ich bin echt gespannt. Okay. Okay. Der wird auf jeden Fall schon mal mit fucking Feuer schießen. Und mit seinem fucking Schwert rumschwarten. Huch, das wollte ich nicht. Ich spreche jetzt gerade noch nicht aus, was ich mir... Oh, scheiße, was mir gerade bei dem durch den Kopf geht. Okay. Nein, das wollte ich gar nicht. Das war aber jetzt knapp. So, mal gucken, was macht er jetzt? Er haut zu. Okay, der Schlag, der kommt irgendwie mega langsam und dann doch recht schnell. Und weg. Wow. Ganz ehrlich, das ist doch auch irgendwie eine neue und absichtliche Spielmechanik, dass wir ganz häufig mit einem HP überleben. Das kann auch kein Zufall sein. Das für Glück kann man doch eigentlich gar nicht sagen. Oh shit, da seht ihr schon wieder. Alter Schwede, okay, ich bin gerade echt ein bisschen zu doof. So ein bisschen mehr aufmerksam spielen hier. Ich ärgere mich jetzt schon. Ich glaube, den hätten wir tatsächlich in einem First Try schaffen können. Das war der falsche Knopf. Das schaffen wir jetzt noch. Wo er uns rankommt. Nein. Boah, der so arschlangsam mit seinem scheiß Heilzauber ist. Sieht jetzt so weird aus, was der hier macht. Ne, er haut uns jetzt wieder weg. Ja, das war's jetzt. Ah, den schaffen wir doch. Jetzt auch wieder so ein bisschen Geduldsspiel. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal versuchen sollte, mit dem Schild zu blocken. Oder ob ich eher auf Zweihandnutzung des Schwertes gehe für mehr Schaden. Ich probiere, glaube ich, mal im Zweifelsfall jetzt mal mit dem Schild zu blocken. Einfach um nur mal rauszufinden, wie viel Ausdauer das kostet und wie viel Schaden das wirklich blockt. Weil man ja schon sagen muss, der sieht ja nun eigentlich schon ziemlich krass von seiner Stärke aus. Von daher denke ich mal, das wird uns sau viel Ausdauer kosten und vielleicht auch gar nicht so viel Schaden negieren. Es hat jetzt gerade gar nichts gebracht. So viel dazu. Ja, findest du lustig, ne? So, hier können wir auch schön. Ja, das war doof. Ungeduld ist in so Spielen der Tod. Und das wollte ich gar nicht. Dachte mal, hatte ich eben das Shit gar nicht ausgewählt. Das könnte natürlich auch sein, weshalb das überhaupt nicht funktioniert hat. Holy shit, nein. So, wieder Feuerschwein. So, schön rumlaufen. Keine verpassen. Nee, das passt nicht. Er ist einfach so lahmarschig, was das Loslaufen dann wieder angeht. Okay, wir könnten blocken, aber... kostet uns halt komplette fucking Ausdauer. Das geht. Das sollten wir tun, nicht unterlassen. Jetzt macht das einen Wirbelangriff, siehst du. Da bist du da schon kommen, oder? Ah, schade. Da habe ich mal einen Konterschlag gedacht. Das ist jetzt natürlich voll für den Arsch hier. Da ist der Flammenatem wirklich sehr prädestiniert dafür. Was wird denn das jetzt hier? Hallo. Ich gehe kaputt. Ja, komm nicht mein Schild weg, ne? Penner, Alter. Oh, Wirbelangriff. Da müssen wir weg. Gegenschlag. Geht auch eigentlich hier. Geht mir schon ganz gut. Was macht ihr denn da? Okay, mich verarschen. Penner, Alter. Schafft man das? Boah, Schwein gehabt. Okay, nee, das sollte ich lieber nicht riskieren. Jetzt kommt wieder sein Wirbelangriff. Nee. Boah. Nein, ganz schlecht.
Okay. Also den Angriffen sollten wir lieber weiter ausweichen. Jetzt kann ich schon einen verpassen. Vielleicht noch einer. Ja, diesmal hat es geklappt. Aber umso mäßig weg von dem Scheiß. Nein. Oh shit, ey. Heil, heil, heil. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie mich am Blocken festgebissen. Weg. Ist ja doch schwierig zu sehen, wann er runterkommt. Weil man nicht so richtig nach oben gucken kann. So, die Attacke, die können wir blocken. Nicht ganz gut. Die lieber nicht, die sieht nicht übel aus. Wow. Gerade so gut gegangen. Alter Schwede, das ist überhaupt nicht gut gegangen. Das war es jetzt für uns. Das können wir uns nicht so schnell dafür reinfahren. Knappes Ding. Was macht er jetzt? Die? Da ist er langsam. Das könnte man schaffen. Schild wieder rausholen. So, was macht er jetzt? So eine Wirbelattacke. Kommt mal einen Schritt auf uns zu. Und das war ein Fehler. Da habe ich eine Attacke zu viel von mir. Aber wir haben ihn verpasst. Oh nein, Fehler. Das war's. Oh. Nochmal. Weg. Bin ich jetzt ein bisschen bei? Nee. Holy shit. Komm, den schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Scheiße, hätten wir drauf. Yes, geht doch. Oh, das war schon mal Asche des Zauberadligen. Okay. Das war doch schon mal deutlich einfacher als gegen den Bestienmenschen. Das war halt auch wieder ein Gegner, wo sich ein bisschen mein Spielstil bezahlt gemacht hat. Einfach geduldig bleiben. Der war jetzt aber schon wirklich easy. Ist aber auch nicht verkehrt, mal zu abwechseln. Rumpf? Ja, genau. Rumpf. Aber auch wieder kein Item. Irgendwelche Asche, der wir, glaube ich, dann wieder wen beschwören können. Aber gut. Hat uns natürlich auch wieder ein paar Runen gebracht und wieder einen kleinen Dungeon gecleared. Okay, dann mal wieder zurück zum Eingang. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das jetzt 2 oder 3 Versuche waren. Oder so, das war schon mal ganz okay. Den hätte ich auch, glaube ich, wirklich beim ersten Versuch schaffen können, wenn ich mich da nicht ganz so blöd angestellt hätte. Aber naja, gucken wir mal. Ich krieg schon hier irgendwo noch meinen First Try. Das scheinen ja jetzt auch alles noch irgendwelche Mini-Bosse zu sein. Ich meine, die waren jetzt gerade der jetzt eben nicht besonders stark. Keine zweite Phase. Keine wirklich übertriebenen asozialen Attacken, die From Software so gerne in seine Bosskämpfe einbaut. Es war ja alles noch sehr fair. Achso, ja, hier waren wir überall schon. Okay, dann gucken wir mal, dass wir mal weiter Richtung Burg laufen jetzt. Ich überlege gerade, dieser Suchschein, der von dieser Statue oben ausging, ob die uns eigentlich quasi zu dieser Höhle da gelotst hat. Oder ob das weiter nach oben ging, das weiß ich gerade gar nicht mehr. So, was sagt eigentlich die Karte? Karte sagt irgendwie noch momentan erstaunlich wenig. Ich weiß gar nicht, ob das so bleibt, dass die so wenig anzeigt, dass es ja alles eigentlich nur eine braune Pampe ist. Oder ob sich das auch nochmal irgendwann ändert. Ah, hier haben wir diesen komischen Sumpf. Die Viecher, da bekämpfe ich jetzt aber nicht nochmal. Das hat jetzt weder viel gebracht irgendwie, hatte ich das Gefühl, noch was besonders spannend. Gegen die Typen da zu kämpfen. So, hier haben wir wieder diese komischen Ritters. Die lassen wir jetzt auch erstmal links liegen und gucken mal, dass wir mal da hochlaufen.
Schauen wir mal, wo es da lang geht. Diese ganzen Blumen und so auch immer respawnen, sage ich mal. Ist auch interessant. Was mich allerdings aber auch in meiner Befürchtung bestärkt, dass man einfach nachher tonnenweise von diesem Zeug braucht, um irgendwas herstellen zu können. Aber gucken wir mal. Hier geht es hoch. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Okay. Dann laufen wir nochmal in Richtung dieses Ritterlagers. Hier oben, da war doch, meine ich, irgendwie so eine Ruine. So ein bisschen aussah, als hätten die sich dort eingerichtet. Gucken wir, was wir da so finden. Also ich muss ja sagen, man merkt hier nicht mal so diese Ruckler. Das werdet ihr ja auch auf der Aufnahme deutlich sehen können. Da sieht man es meiner Meinung nach sowieso sogar noch mehr, weil man sich nicht nebenbei noch aufs Spielen konzentriert. Oh, der Penner hat mich schon gesehen. Ich glaub's ja mal nicht. Jetzt kommt die Wildsau hier. Ich möchte ungern an denen vorbeilaufen und dann in den... dass sie plötzlich dann hinter mir herrennen, wenn ich mit dem Rücken zu ihnen stehe. Das ist immer äußerst ungünstig. Jetzt habe ich wieder diesen Pfeifton gehört. Was ist denn das? Klingt aber eher wie so ein tierisches Pfeifen. So ein Vogel oder was? Das war's mit der Wildsau. So, bin ich mir vorsichtig sein, weil der Penner ja auch wieder eine Axt hat. Eine Axt. Genau, eine Fackel. Ist aber auch interessant, dass man die Gegner auch tatsächlich mit seinen Attacken so ein bisschen in ihrem Flow unterbricht. Oh, das hatte ich irgendwie das Gefühl. Also, ich weiß echt nicht, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob mich meine Erinnerung täuscht. Aber ich dachte, das gab es in Dark Souls gar nicht. Dass die Gegner eigentlich relativ unbeeindruckt von den eigenen Attacken waren und einfach ihr Ding immer durchgezogen haben. Aber jetzt, wo ich es laut ausspreche, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Holy shit. Das war das größer, als ich gedacht hätte. Und da scheint es Richtung Burg zu gehen. Okay. Gibt es denn hier vielleicht noch irgendwo einen Ort der Gnade in der Nähe? Dass ich hier vielleicht nicht immer durch diesen Wald latschen muss. Nicht ganz, aber hier haben wir so eine lustige Stadt. Ne. Preises Kontrollpunkt. Ja. Und jetzt? Die muss ich gar nicht aktivieren, oder wie? Das finde ich irgendwie immer noch so ein bisschen befremdlich. Okay, und echt ein großes Lager. Aber vielleicht gibt es da noch ein bisschen Beute. Also ich muss jetzt wirklich sagen, ne, ich habe ja, wie gesagt, nicht viel von dem Spiel mir absichtlich angeguckt, weil ich mich nicht groß spoilern wollte. Ich war aber anfangs so ein bisschen skeptisch, als immer alle gesagt haben, hier die Grafik wäre so gut, weil das, was ich gesehen habe, ich sag mal hier so, ne, wenn man sich das Gras auf dem Boden anguckt, das ist halt schon echt altbacken. Auch so manche Polygondichte der eigenen Spielfigur, der Gegner und so weiter. Aber was sie so an Detailreichtum in die Welt gesteckt haben, das ist schon echt geil. Erinnert mich so ein bisschen an die guten alten Gothic-Zeiten. Die Spiele waren grafisch auch nie auf der Höhe, haben es aber halt auch durch den Detailreichtum irgendwie wieder wettgemacht. Und hier ist es ähnlich. Auch so Kleinigkeiten wie halt, wie cool eigentlich unser Umhang und so bei den Bewegungen hin und her flattert. War nicht schlecht, Junge. Hau ich dich einfach kaputt. Gibst du mir deinen Speer? Arschloch. Ich wollte einen Speer haben. Ich würde einen Speer gerne wenigstens mal ausprobieren. Also wie der den gerade eingesetzt hat. Oh, ich weiß nicht. Es sind schon ganz schön viele Dudes hier. Na, guck mal, ob wir uns hier einen nach dem anderen vorknöpfen können. Das Schleichen, da muss ich mich selbst auch irgendwie immer wieder dran erinnern. Dass es das ja jetzt auch gibt. Und Ruinen vor dem Tor. Und die Typen sind mal wieder strunzlos. Typische Computerspiellogik. Ah, ein Schwert. Das muss ich mir gleich mal angucken. Dass sie halt wieder absolut blind sind. Wenn man möchte, könnte man es hier wenigstens ein bisschen erklären, dass die Typen halt Helme aufhaben und ihr Sichtfeld eingeschränkt ist. Anders kann man das nicht erklären, aber es ist halt so typisch in Computerspielen, dass die Leute nicht nach links und nach rechts gucken können. Kein Meter. Gucken wir uns mal das Schwert an. Gerades Schwert. Das ist schwächer.
Skaliert auch, ne? Skaliert ein bisschen besser auf Geschicklichkeit, aber ansonsten hat ein bisschen besseren kritischen Wert. Aber immerhin. Immerhin mal was anderes gefunden. Ist aber dafür auch leicht. Ein bisschen. Schade. Optisch sah das irgendwie cooler aus. Kannst du mal mit ausrüsten. Zack. Ja, optisch macht schon mehr her als unser Schwert. Das ist halt schon ein bisschen lame irgendwie. Weiß manchmal auch, was für sich hat, so ganz simple Sachen zu tragen. Ist ja schon an sich alles recht stimmig, was wir hier anhaben, so vom kompletten Look. Aber wenn ich so simple und stimmige Sachen will, dann kann ich auch Spiele wie wie dieses Kingdom Come Deliverance oder sowas spielen, was halt im realistischen Setting ist. Bei Fantasy, da darf es dann gerne mal ein bisschen ausgefallen und fancier sein. Ah, gucken wir mal. Da wird man schon noch was finden. Der Typ hier patrouilliert mit einem Wolf und er hat einen fucking Kriegshammer. Das ist mir beides irgendwie schon sehr sympathisch. Gut, dass der... Oh ne, jetzt... Ich wollte gerade sagen, der Wolf kommt alleine angelaufen. Jetzt kommt er alleine angelaufen. Ja, komm her. Hast du irgendwie Probleme mit der Tiefenwahrnehmung? Ich war bestimmt noch 5 Meter von hier weg. Ja, super. Toll gemacht. Ja. Was ist das? Weg bist du. Das geht irgendwie echt... Ich will's gar nicht laut aussprechen, aber irgendwie finde ich das fast noch ein bisschen zu einfach hier. Mit diesen Standardgegnern. Gott, krieg Soldatenhelm. Also wie leicht man die einfach wirklich wegbashen kann. Zack, zack, erledigt. Also den jetzt eben auch einfach mit so einer ganz billigen Vierer-Kombo und gleich weggehauen. Gucken wir uns mal den Helm an. Ein bisschen bessere Resistenzen hier und da. Ich finde einfach nur mal anziehen, um ihn mal anzugucken. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Passt aber halt auch null zu unserem Outfit. Ne. Style muss ja schließlich auch sein. Und so viel besser waren die Werte von dem jetzt nicht. Was für eine abartig riesige Kutsche haben die da hinten eigentlich stehen. Holy shit. Was geht mit euch ab? So, okay, wisst ihr was? Wir gehen mal ein bisschen... Oh, das war schon mal gut, hier in Deckung zu gehen. Ich wollte gerade sagen, der Dude sieht gefährlich aus. Hat mir auch gleich schon einer mitgegeben. Der fand das wahrscheinlich nicht so cool, dass ich vor seinen Augen einen seiner Leute abgemetzelt habe. Die sieht echt gefährlich aus. Und die Musik scheint mir recht zu geben. Das heißt, mal die Heiltränke wieder eingeloggt. Das hat aber gesessen. Das von ihm aber leider auch. War schon cool. Wow! Alter. Eieieiei. Dieser Gegenangriff ist ganz cool. Jetzt kommt da hinten aber noch einer. Muss jetzt sehr vorsichtig sein. Weil er hier hält schon ganz gut was aus. Am Design her finde ich den schon echt cool. Dieser Kundenschlag gefällt mir. Au! Da verbrät er mir einfach eine mit seinem Schild. Jetzt aber... Yes. Das Design dieser Rittergegner ist auch erstaunlich bodenständig für ein Souls-Spiel. Gar nicht so abgedreht wie der Rest von den Sachen immer. Okay. Gucken wir mal weiter. War mal eigentlich schon ganz gut aufgeräumt hier drin. Der Typ sah mir schon so ein bisschen, würde man sagen, nach Hauptmann aus. Schauen wir, was wir hier noch so welche haben. Auf jeden Fall sah der so mit nach dem Stärkstens, was hat er denn da? Trompete, hä? Das gab's doch auch immer gerne in diesen Spielen hier. Typen, die dann Verstärkung rufen, das ganze Lager alarmieren. Haben wir auch noch einen? Oh. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch den Wolf nicht hier getötet. So, ich hau lieber dich um. Die Wölfe halten nicht viel aus. Das war knapp. Ich bin fast gleich getroffen. Auch so ein bisschen fies, dass nach diesen Animation, man so einen ganz kurzen Moment hat, bevor man Sachen wieder in die eigenen Hände nehmen kann. Sprich, den Block aufrecht halten und so weiter. So, guck mal, hier saß doch eben noch einer da. Den wollte ich mir hier noch meucheln. Kann
Ganz hinten stand einer, da hinten ist auch wieder ein Ort der Gnade. So, ist hier einer. Auch das ist immer eine gerne Falle, die die Entwickler stellen. Das ist aus, jetzt könnte man den Gegner sich wunderbar holen. Und dann sitzt direkt dahinter einer und wartet nur darauf, dass man den ran will. Und dreht den Spieß dann nämlich um. Schade, nichts drin. Da oben ist wieder mehr. Wir machen das hier schon nach und nach alles schön platt. Da oben sind sogar zwei. Oh scheiße, der hat mich gesehen. Nö, nö, ich gehöre zu euch. Wir sind die Farben ein bisschen ausgeglichen. So. Den will ich jetzt mal schnell vorknöpfen. Oh scheiße. Schnell weg mit ihm. Sehr gut. Den haben wir auch. Was haben wir hier? Karte. Limgrave Westen. Stimmt, das Spiel hat auf ganz zu Beginn irgendwas von wegen Karten erzählt. Da gucke ich jetzt aber natürlich noch nicht drauf, während ich hier im Feindesgebiet unterwegs bin. Ist auch wieder Murray? Nee, normaler Schädel. Ganz schön viele Typen hier, ey, mein lieber Scholli. Oh. Das sind auch viele Runen für mich. Oh, Moment. Nee, 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 wenn ich den meuchel, dann sieht mich der andere. Verstecken wir uns hier erstmal. Bisher muss ich auch sagen, dieses Schleichsystem funktioniert erstaunlich gut. Es wirkt weniger aufgesetzt als dieses, als, Gottes Willen, ey, sprechen ist heute echt schwer, als ich es in den Trailern hätte vermutet. Weil da wirkt es auf mich nämlich wirklich sehr aufgesetzt. Gerade habe ich es noch gelobt. Schon hat der Finisher hier nicht funktioniert oder der Schleichangriff. Soldatenstuhl. Juhu. Ich drücke wieder die falschen Tasten. So. Nee, aber so im Großen und Ganzen geht es eigentlich ganz gut. Das ist übrigens, ne, wo ich das hier gerade wieder sehe, dass er sein Schwert zieht. Das würde mir noch fehlen. Das fand ich bei Neo immer ganz geil, dass man seine Waffen noch wegstecken konnte. Wenn man dann Angriff gedrückt hat, hat er automatisch losgeschlagen. Aber es hat halt irgendwie Atmosphäre, springt das ein bisschen was, wie ich finde. Ich mag ja so kleine Details in solchen Spielen, dass man halt nicht die ganze Zeit mit seinen Waffen in der Hand rumläuft. Und soweit ich weiß, ist das hier. Oh, guck mal, es ist doch möglich, theoretisch. Aber halt auch gefährlich, weil hier müsste ich halt wirklich aktiv die Waffe erst in die Hand nehmen. Was irgendwo natürlich man auch mit Realismus begründen könnte, aber in solchen Spielen ist so eine Millisekunde gern mal tödlich. Ja, hier merkt man auch wieder, gerade in größeren Gebieten ist es wieder ein bisschen am Ruckeln. Es kann natürlich, das will ich jetzt auch nicht abstreiten, auch ein bisschen an meinem Rechner liegen. Er ist nicht mehr der allerjüngste, gerade die Grafikkarte, aber bei den aktuellen Preisen sehe ich das nicht so richtig ein, mir jetzt in dieser Riesenkrise für Schweinegeld eine Grafikkarte zu kaufen. Oder für, sagen wir mal, eher für einen Kurs, der für die Karten einfach nicht angemessen ist. Kein Problem damit, viel Geld für was qualitativ Hochwertiges auszugeben, aber viel Geld für etwas auszugeben, was eigentlich gar nicht so viel wert ist. Einfach nur, weil sie so ein paar Arschlöcher die Taschen voll machen wollen. Nee, das sehe ich nicht ein. Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Alter, der ist hier unten, der ist hier runtergelaufen. Holy shit, ich dachte doch gerade, ich habe was gehört. Du Bastard. Oh, da hinten ist noch einer, ne? Hinter der Mauer, ich gerade noch was gesehen, meine ich. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, da war gerade noch einer. Glück gehabt. Bei dem habe ich ein bisschen Respekt. Weil so ein Hammer tut bestimmt ganz schön weh, wenn man den auf den Schädel kriegt. Aber auch den bashen wir einfach weg. So, jetzt gucken wir mal, wo ist denn der andere tot? Der steht hier. So komme ich auf jeden Fall nicht an ihn ran. Ich glaube, ich komme gar nicht an ihn ran, ohne dass er mich sieht. Da steht er nämlich mit dem Rücken zur Mauer. Einer der wenigen, der offenbar nicht völlig bescheuert ist. Mit zur Mauer trotzdem nichts, weil er auch einfach weggebasht wird. Bash, bash, bash. So, was haben wir hier?
Spinnenfragment. So, jetzt nicht übermütig werden. Auch das wieder eine der Dinge, die in diesem Spiel ganz schnell den Tod bedeuten. Man denkt hier, wenn man so ein paar Leute weggekloppt hat, man ist es jetzt. Und dann reicht ein stinknormaler Gegner, die man eben noch zu Dutzenden weggehauen hat, aus, um einen Chaos zu machen. Jetzt gucken wir erstmal hier vorsichtig. Hier versteckt sich keiner mehr. Der überwacht auch diese komische Kutsche hier. Da hinten ist ein Murray. Ein Schädel, der einem, ich weiß gar nicht mehr was, bringt. Mit hier Goldruhenfragment oder so ein Gedöns. Hallo und tschüss. Okay, den haben wir auch. 6375. So, lieber mal das Schild hochnehmen. Okay. Ja. Falsch das mal wieder. So, ein Murray. Und was bringt er mir? Goldene Rune. Das war's, genau. Ah, Goldrunenfragment, goldene Rune, weil man nicht so klein ist. Was war das gerade? Okay, doch nur eine Animation. Okidoki, das passt doch aber eigentlich auch ganz gut, wenn ich mir hier mal wieder die Uhrzeit anschaue. Dann gehen wir mal hier an die Gnade. Verlorene Gnade entdeckt. Ich guck mal kurz. Eigentlich müssten wir gar nicht rasten. Aber ich glaube, ich mache es doch, weil ich hier sowieso mal einen kleinen Break einlege. Ja, genau. Kleiner Break. Wie schon gesagt, die Folge ist zu Ende und dann würde ich... Oh Moment, was ist denn jetzt los? Okay, ich nehme alles zurück. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Okay. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Okay, interessant. Würde mich jetzt aber tatsächlich interessieren, was passiert, wenn man sich weigert. Aber ich nehme das natürlich an, denn das ist ja genau das, was ich vorhin sagte, um wegen, dass ein Charakter einem dann eben dazu dient, aufzuleveln. Und das scheint sie ja zu sein. Also, wir nehmen jetzt einfach mal an. Komm. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Spektralrosspfeife. Ah, guck an. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Okay, Stufenaufstieg. Interessant. Ich finde es übrigens geil, dass ihr da sitzt und einfach demonstrativ halt an ihr vorbeiguckt. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment. Ach, jetzt nehmen wir sie mal wahr. Über das Stufenaufstiegsmenü. Your ambitions. Entschuldigung. The principles you would follow. Okay.
Über das Stufenaufstiegsmenü könnt ihr Runen ausgeben, um eure Attribute zu verbessern. Mit jedem verbesserten Attribut erhöht sich eure Stufe um 1. Mit zunehmender Stufe steigt allerdings auch die Anzahl der Runen, die ihr für eure nächste Attributsteigerung benötigt. Jo. Okay. So, mit Kraft erhöhen wir unsere... Heilige Scheiße, guck mal, wir können direkt 5 Stufen aufsteigen. So, Kondition erhöht... Ah ja, unsere Ausdauer. Stärke erhöht unsere Angriffskraft. Schon komisch, dass sie das Kraft genannt haben und nicht irgendwie Leben oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sachen bei Dark Souls alle hießen. Geist erhöht unsere Manas. Manas-Punkte, genau. Kondition, Geschick. Das brauchen wir, glaube ich, eher am wenigsten. Das ist mehr so für Bogenschützen. Und ja, ich glaube auch für manche Nahkampfwaffen natürlich auch so. Das erhöht unsere magische Stärke, die Weisheit. Glaube. Was bringt denn unser Glaube hier eigentlich? Hilfe. Erklärung. Für heilige Anrufungen. Ach so, okay. Arkanenergie. Heiligschaden, okay, okay, okay. Kraft, Lebenspunkte. Okidoki. Wir machen mal Folgendes. Kraft auf jeden Fall erhöhen. Lebenspunkte ist immer gut. Stärke. Und einmal noch Kondition. Ja, ich glaube, so machen wir es erstmal. Munition ist nicht verkehrt, Ausdauer ist halt, weil es eigentlich schon recht wenig ist, aber es verbessert auch unser Ausrüstungsgewicht. Aber desto mehr Ausdauer wir haben, desto länger können wir natürlich zuschlagen und desto mehr können wir auch blocken. Kraft erhöht unseren Schaden, ist sowieso nicht verkehrt. Unsere Lebenspunkte ist auch gut. Desto länger halten wir im Kampf durch und Stärke macht uns ein bisschen stärker. Betonung liegt in diesem Fall wirklich auf ein bisschen. Hat aber auch damit zu tun, dass unser Schwert ja, glaube ich, nur mit D auf Stärke levelt. Und da werden wir mit Sicherheit noch Sachen finden, die besser mit Stärke leveln. Und das lohnt sich dann schon. Ich will ja primär wirklich auf Nahkampf gehen und Magie nur zur Unterstützung nutzen. Und da wir im Augenblick auch noch nicht groß starke Sachen haben, was Magie angeht. Die Heilung ist zwar ganz nett, aber es lohnt sich noch nicht, da jetzt groß Punkte reinzubuttern. Das machen wir dann später erst. Also machen wir das erstmal so. Damit machen wir schon mal nicht viel verkehrt, denke ich mal. Jo! Okay, verlassen. Alles klar. Benutze Spektralrosspfeife, um euer Spektralross herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektralross nach seinem Tod erneut rufen. Das verbraucht jedoch eine Flasche mit Upur-Tränen. Interessant. Rufzuchtross drückt ihr entweder Left Trigger oder benutzt die Spektralrosspfeife erneut abzusteigen. Okidoki. Beutel. Im Hauptmenü könnt ihr über Beutel 6 Gegenstände euren Beutel ausrüsten. Okay, 4 dieser Gegenstände können ohne Öffnen des Hauptmenüs benutzt werden. Ah, da können wir noch mehr mit ausrüsten. Okay. Aber auch mit diesem Y gedrückt halten. Na gut, das muss ich mir auch nochmal anschauen. Gut, okay, wie gesagt, wir machen dann hier mal einen kurzen Break. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal unser Pferdchen an. Bis dahin, Leute. Ciao.